Ich war immer nur die Tochter von Eva Maria. Guck mal, sind nicht süß, die Tochter von Eva Maria. Da ist die Tochter von Eva Maria. Oh mein Gott. Sie geht in den Westen und findet eine Heimat als Punk. Und überhaupt, Rockkritiker sind sich einig. Nina Hagen hat das Zeug zum Weltstar. Sie verkauft hunderttausende Platten, dreht einen Film in Amsterdam. Dort stürzt sie sich in einen exzessiven Drogentaumel und verliert die Bodenhaftung. Bei Interviews bringt sie Reporter zur Verzweiflung. Das war furchtbar. Also dieses Kokain, dieser wochenlange Kokainmissbrauch. Und plötzlich war in meinem Kopf Stimmen, die da gar nicht hingehören. Also das war sehr, sehr erschreckend und das beängstigend. Und da musste ich sofort an Gott rufen. Sie wird gerettet und gelobt, nie wieder Drogen. Eine Tochter kommt zur Welt. Nina Hagen gibt ihr den Namen Cosma Shiva. Ihr Zuhause ist jetzt die ganze Welt. New York City ist ein Ding für sich. Und deshalb weil ich ernst bestimmt ein Ding für mich. Sie lebt abwechselnd in New York und in Paris, in Los Angeles und auf Ibiza. Zuletzt zieht sie sich immer wieder zurück in einen Ashram in Indien, folgt den Lehren eines Gurus, der Seelenheil und Erlösung verspricht. Doch damit ist jetzt Schluss. Ein ganzes Kapitel ihres Buches widmet Nina Hagen dem schwierigen Ausstieg aus dem Lügensystem der Gurus, die ihren Jüngern Gehirnwäschen verpassen. Die haben immer versucht, dass ich dort öfters hingehe. Warum? Ja, die wollten weiter an meiner Seele Stücke abknabbern. Wenn in einer Religion keine Freiheit herrscht, dann ist es eine faschistische Organisation oder eine Sekte. Es war wichtig für mich, das zu verstehen. Und dann wieder richtig ins Herz des Christentums zurückfallen zu können. Wie auf ein riesengroßes Trampolin. Im August letzten Jahres ließ Nina Hagen sich taufen. Lord! Ihre nächste CD wird eine Gospelplatte. Von nun an, sagt sie, wird jedes Konzert ein Gottesdienst. Lord. Oh Lord, this is a mean old world. Lord, what a mean old world. Folks don't care how they're treating you. Oh Lord, this is a mean old world. And sometimes I feel like a motherless child. Yes, sometimes I feel a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Far away from home. Whoa, whoa.